Schon lange sorgen die Fahrzeuge des Jenaer Nahverkehrs dafür, dass die Kunden schnell, bequem und umweltschonend an ihr Ziel kommen. Mit durchschnittlich 34.000 Fahrgästen am Tag lässt sich die Straßenbahn als Rückgrat des Jenaer ÖPNV betiteln. Am Samstag wurde das erste von potenziell 33 neuen Fahrzeugen mit dem Namen Lichtbahn bei einer Jungfernfahrt eingeweiht. Sie sollen den Nahverkehr noch attraktiver machen und aktuelle Probleme beseitigen. Also was einem sofort ins Auge fällt, sie sind viel größer, gibt viel mehr Platz. Und das, was uns jetzt schon wieder passiert, dass Fahrgäste an den Haltestellen in Spitzenzeiten stehen bleiben müssen, das wird nicht mehr passieren. Man wird immer mitkommen. Es sind Fahrzeuge, die klimatisiert sein werden. Das ist für die heißen Sommermonate ganz besonders wichtig. Und es sind Fahrzeuge, die sehr energieeffizient unterwegs sind und damit auch einen großen Beitrag leisten, unser Klima nicht nur hier in der Stadt, sondern auch generell durch verringerten CO2-Ausstoß zu verbessern. Die Lichtbahnen sind darüber hinaus komplett barrierefrei, doch nicht nur an die Fahrgäste wurde gedacht. Auch die Straßenbahnfahrer können sich nun auf einen bequemeren Arbeitsplatz freuen, denn ihre Wünsche und Vorstellungen wurden bereits in der Konzeptionsphase des Projektes mit einbezogen. Vor über 5 Jahren hat die Nahverkehrsgesellschaft zusammen mit der Stadt Jena begonnen, die Weichen für das Projekt zu stellen. Seitdem haben wir gerungen um Fördermittel, waren dann sehr froh, dass es eben auch eine breite Förderung durch den Freistaat Thüringen wirklich gab. Der Freistaat finanziert über 40 Millionen Euro der neuen Straßenbahnen hier in Jena. Aber es ist auch für die Stadt alles andere als umsonst. Der Zuschussbedarf des Jener Nahverkehrs wird in Zukunft steigen, aber ja, er wird eben steigen müssen, wenn wir mehr ÖPNV in Jena anbieten wollen. Die Kosten für die Anschaffung der Lichtbahn sowie des notwendigen Ausbaus des Liniennetzes und Betriebshofes belaufen sich auf insgesamt 153 Millionen Euro. Große Teile davon kommen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Freistaat Thüringen. Man muss natürlich Förderperioden im Blick haben, dass das dann tatsächlich auch das Geld fließt. Man muss die Haushalte, aber auch die Beschlüsse dafür haben, um es dann umsetzen zu können. Und in den vergangenen Jahren haben wir es ja mit verschiedenen Krisen zu tun gehabt. Mit Corona-Krise, wo es dann natürlich auch Probleme bei Stadler, also in der Produktion kam, dass dann auch Lieferunterbrechungen kamen, Energiekrise. Und vor dem Hintergrund der multiplen Krisen ist es echt toll, dass es gelungen ist, dieses Projekt, also auch in dem Zeitraum, darzustellen, dieses Projekt dann auch abzuschließen und dass jetzt auch die neuen Bahnen hier in Jena an den Start gehen können. Vorgabe für die Förderung war, dass die erste Lichtbahn noch 2023 für die Fahrgäste zur Verfügung steht und weitere 11 im ersten Quartal 2024 auf Linie gehen. Weitere 12 Bahnen werden im kommenden Jahr geliefert und die Förderung der verbleibenden neuen Fahrzeuge ist beantragt. Letztendlich sollen 33 alte Bahnen ersetzt werden, die in den vergangenen 30 Jahren auf dem Jenaer Schienennetz jeweils 2 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Die sind richtig runter, wie wir sagen. Ja? Die sind abgewirtschaftet und wir schauen, ob man sie noch weiter veräußern kann und freuen uns, dass wir auch einen Partner in Polen, in Lodz, gefunden haben. Die haben einen unglaublich großen Straßenbahnfuhrpark und sind dankbar für jedes Gebrauchtfahrzeug, was sie neben ihren modernen, neuen Fahrzeugen, die sie auch selbst beschaffen, erwerben können. Und wir sind stolz und glücklich, dass wir die ersten 10 Altfahrzeuge dorthin abgeben können und noch einen kleinen schlanken Groschen nebenbei als Jenaer Nahverkehr damit verdienen. Mit den neuen Bahnen wird ein neuer Meilenstein für den ÖPNV in Jena gesetzt. Doch das nächste große Projekt steht bereits in den Startlöchern. Mit der Bundesförderung für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 soll in den kommenden Jahren das Schienennetz auch endlich den äußersten Norden Jenas erreichen.